Oh, so, YouTube. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Worker and Resources. Ja, wir sind noch dabei. Ich habe mich jetzt dafür entschlossen, die Stadt dahin zu bauen. Ein schönes Startkreuz und die Industrie halt dahin zu setzen. Und hier lassen wir auch Platz für Industrie. Hier hinten ist das Öl, das habe ich mir markiert. Und dann würde ich sagen, fangen wir an mit der Industrie. Und danach fangen wir erst an, Stadt und Co. zu bauen. Ich glaube, das ist einfach. Und ich habe ja gesagt, wir fangen Reverse an. Deswegen brauchen wir zuerst das Lager. Wo ist denn das Lager? Hier, Außenlager. Freilager. Nee, Schüttgutlager brauchen wir. Das ist hier. Lager für Schüttgut. Und ich bin immer noch ein Fan von diesem Lager. Deswegen werde ich das auch weiterhin benutzen. Da ist der Eingang, da ist der Ausgang. Wir müssen Spiegel mit T, damit die Straße nach unten zeigt. Und wenn wir es so ein bisschen parallel zur Straße kriegen, wäre es gut. Was ein bisschen problematisch ist, man sieht das hier ganz gut. Man kann den Winkel nicht so wählen, dass er da ranpasst. Ich hätte gern so einen Angleichungsmodus, dass der den Winkel von der Straße übernehmen kann. Langsames Drehen, Steuerung links, drücke ich auch schon. Hilft halt auch nicht. Ist ein bisschen schade. Achso, Gebäude spiegeln steht auch unten inzwischen in den Tooltips. Ja. Das wäre halt eine super Sache, wenn das irgendwie optimiert würde. Und was ich auch blöd finde, ich will rauszoomen, aber muss jetzt Shift natürlich drücken, wenn ich baue. Und das vergesse ich manchmal und dann verdrehe ich mir wieder das gedrehte Gebäude. Aber das ist natürlich mein Problem, dass ich mich da immer nicht dran erinnern kann. Hirn wie Matschbrühe. Passt das echt zur Straße? Ich mach das lieber zu der hier. Sieht so komisch aus gerade. Okay. So, da kommt das Lager hin. Die Straße, die ziehen wir einfach durch und daran. Und wir wollen hier wieder versuchen, keine Kreuzungen zu machen. Also nur T-Kreuzung mit genug Abstand. Hoffentlich kriege ich das in irgendeiner Weise hin. Und wir brauchen Schüttgut B und Entladen. Einmal für unsere Bauindustrie und einmal für Exportgüter. Damit wir so ein bisschen Geld wenigstens reinkriegen. So. Und die kommen sich hier gar nicht so ins Gehege, aber die brauchen Stehfläche, falls die hier länger anstehen. Das ist das einzige Problem, was es eigentlich geben kann. Dann Kiesindustrie. Wir wissen ja inzwischen, wie es geht. Die haben wir, wie oft haben wir die gebaut? 300 Mal. Weil das ist immer das Erste, was man hinkriegt. Kiesgrube, nee, wir brauchen das hier, Kieswerk. Dann nehmen wir gleich das Große. Ein kleines lohnt sich gar nicht. Ausspiegeln. Die Straße zeigt ja nach hinten. Ah, okay, das war okay. Und, sag mal, kann das nicht? Doch, das ist jetzt gleich. Okay, ich habe mich schon gewundert, dass es nicht gleich ist. Ja, so ein bisschen Abstand. Brauchen wir da eine Straße durch später vielleicht? Dann würde ich das nämlich ein bisschen in Abstand machen. Und es gibt ja diese neuen Straßenüberführungen, die man sonst als Mod brauchte. Die hier. Dann kann ich die einfach hier zwischenwerfen vielleicht. Und dann, auch wenn wir sie vielleicht nicht brauchen, hätten wir eine Straße für später. Weil ich glaube, das ist immer wichtig in dem Spiel, dass man auch an Sachen denkt, die man vielleicht nie brauchen wird. Aber vielleicht brennt da hinten mal was oder wir wollen da hinten zum Hafen. Wahrscheinlich bauen wir dann eh alles anders und eine Straße hier lang, aber haben ist besser als brauchen. Wichtiger Leitspruch.
Dann brauchen wir auch noch mal eine Überführung und zwei Keyscrewen. Aber wir bauen nur eine, die reicht völlig. Beim letzten Mal hatten wir kein Zwischenlager. Es war eigentlich nicht schlimm. Es ging eigentlich wunderbar. Oh. Welches die große? Nicht mit Ziegeln? Nee. Die da. Ja. Die kann auch später von der Tankstelle und sowas befüllt werden, theoretisch. Aber ja, so weit muss man erstmal kommen. Prozent Qualität der Quelle gefällt mir. Dann könnte ich aber nie andere anbinden da. Deswegen setzen wir die dahin. Und hier müssen wir einen Verteiler zwischen machen. Auch wenn wir ihn nicht brauchen jetzt. Aber gerade im realistischen Modus ist Abreißen halt wirklich kacke. Und wir wollen mehrere Zusammenführer von links und rechts. Und, oder wollen wir, wollen wir eine Straße? Dass wir da mit einer Straße durch könnten? Dann könnte ich einen anderen Crossroad-Dings hier nehmen. Nee, mit Schienen. Obwohl mit Schienen vielleicht auch gar nicht dumm wäre, wenn wir den Hafen hier hinten haben. Dann könnten die da durchfahren. Aber gut, das ist ja eine passive Industrie. Da können wir immer wieder abreißen. Das ist 1 zu 1. Ich brauche aber 1 zu 3. Oh Mann, die Symbole hier sind nicht eindeutig manchmal. Da wäre die Straße nur von einer Seite. Crossroad. Was ist das? Zwei Schienen. Das ist Crossing eine Schiene. Das ist Crossing zwei Schienen. Auch zwei Schienen. Da sag mal, wo ist der denn? Eine Schiene. Ich weiß, ich hab den. Da. Der letzte in der Reihe. Ist immer so. Bei einer 50-50-Chance liege ich zu 80% daneben. Sag mal, der ist doch nicht gerade, oder? Ja, doch, der ist gerade, aber... So. Dann würden wir da auch rankommen können. Irgendwie sieht es windschief aus. Weiß nicht. Zack. Das hier ist auch irgendwie nicht so prickelnd geworden. Machen wir es vielleicht so rum. Erst den, dann den. Besser. Ich meine, hier hinten muss ja nichts hinfahren. Die Arbeiter müssen nur da rein. Der holt... Der kriegt Benzin. Der holt das Ding. Das kommt hier rein. Wird verarbeitet, kommt ins Lager, kann exportiert werden. So die Theorie. Für die erste Industrie. Dann braucht diese Industrie noch Strom. Das kriegen wir auch noch hin. Und ich würde... Genau, Industrie kriegt immer diesen grünen Kasten. Ich finde den irgendwie smart. Und... Wo machen wir den hin? Am besten ein bisschen in diese Richtung hier. So, dann können wir hier vorne wieder diesen Stromverteiler hinbauen. Welcher war denn das? Was, der? Ich glaube. Ja, eigentlich hier, oder? Ah, dass man das nicht hundertprozentig angleichen kann. Okay, machen wir den dahin. Und dann brauchen wir aber einen Verteiler. Mini-Switch. Aber ist nur ein Switch. Dem fehlt der große Anschluss. Davon kleinere. Aber gut, in echt sind die ja auch nicht kleiner, oder? Also, ich will immer... Oh, geht das nicht kleiner, kompakter? Aber
nicht alles kann halt kompakt sein. Wenn man mal durch die Stadt fährt, hat man auch riesige Stromumwandlungsanlagen manchmal am Rand. Genau, und dann gehen wir da an den linken, dann könnten wir hier zur Not noch rüber gehen, obwohl wir ja auch von hier weggehen könnten. Falls wir da irgendwas wie eine kleine Pumpe mal anschließen müssen, wäre der noch frei. Und das Ding, in Industriegebieten nehmen wir oberirdische Dinger. Da würde ich nicht jetzt hier einen Hehl machen und versuchen, das unterirdisch irgendwie hinzukriegen. Schaffen wir das so? Sieht gut aus. Das kriegen wir schöner hin. So, das sieht doch gut aus. Wunderbar. Und dann steht die erste Industrieanlage. Und gute Nacht, XQC Gas. Dir auch. Morgen machen wir eine wunderbare Radtour. Wer dabei sein will, Livestreaming IRL Radtour. Es geht nach Weißenfels, sofern nicht der Regen doch noch eine Rechnung durch den Strich macht. Das ist der 23.06. für die, die es im Video sehen. Und IRL Streams sind nur dann zu sehen, wenn ich auch live bin, danach nicht. Also seid immer pünktlich und guckt rein. Ich hoffe, es gibt auf jeden Fall Internet auf der Strecke. Das ist ein großes Problem in Deutschland. So, alle Autos außer Bagger sind unterwegs und am Ackern. Das ist gut. Und wir haben das Stromnetz damit schon gut aufgeteilt. Haben die... Ihr habt doch aber noch keinen Strom hier, oder? Ich habe nur das große Stromding gesetzt. Ja, dann müssen wir hier noch kleine Stromnetze verteilen. Das machen wir auch. Bis morgen, XQC Gas. Ist ein geiler Name irgendwie. Und die können wir alle mit einem abfrühstücken. Das finde ich gut. Ich würde ihn nämlich hier so dazwischen setzen wollen. Okay. Wenn ich hier hingehe, kriege ich den da hinten nicht mit. Dann... Und hier am Rand, da wollen wir vielleicht andere Sachen machen. Hier kriege ich den mit rein. Dann machen wir das nämlich hier vorne hin. Und dann brauchen wir... Das ist halt das Blöde, dass es nicht die Dinger mit einem kleinen oder so gibt, dass man das umschalten kann, sondern dass man dann wirklich einen großen Verteiler bauen muss. Jedes Mal. Aber okay. Wenn es so ist, ist es so. Dann bauen wir den vielleicht hier hin. Weil der stört da am wenigsten. Und der braucht ja nicht die volle Leistung. Dann machen wir da 10 Megawatt. Einfach rüber. So. Ran. Und wunderbar. Dann nehmen wir ja, auch hier Überlandleitung. Weil unterdings, dann blockieren wir uns nachher irgendwo das Wasser oder so. Finde ich nicht so praktisch. Kommen wir hier dran vorbei? Ja, wir kommen nicht richtig am Strom. Ach, der will da schon ansnappen. Ja, ich müsste ein Stück weiter nach vorne... Und der dodgt da an. Wie kann ich denn das deaktivieren? Mit Alt? Mit Shift? Mit Steuerung Alt? Nee. Präziser Modus? Brücken vergrößern? Irgendwo kommt man den Snapping-Modus ausmachen auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, wo gerade. Also eigentlich hier, aber da ist er ja nicht mal an. Was nervt tierisch. Wenn man zum Beispiel das vorbeiziehen möchte. Okay, aber wir können das so machen vielleicht. Dass ich hier anfange. Muss ich nur den richtigen Abstand erwischen. Ja, der wäre gut.
Dann den hier wegnehmen. Dann den da verbinden. Und das wäre zu eng, oder was? Ah, shit. Okay, Trick 17 hilft auch nicht. Dann, wenn wir vielleicht den weiter hinten doch hinkriegen. Vielleicht so eher. Ich glaube, deswegen snappt er auch ein, weil es für ihn sonst zu kurz ist. Ah, doch, geht. Perfekt. Habe ich alles gelernt. Und ein neuer Fahrzeugtyp verfügbar. So, dann hätten die hier hinten auch alle Strom. Die hätten alle Strom. Und ein Stromding brauchen wir hier auf jeden Fall. Was mich ein bisschen stört, dass die Umwandler alle eine Straße haben. Da muss ich mir vielleicht mal einen aus dem Workshop holen. So ein Transformator, der keine Straßenanbindung braucht. Weil der aus dem Spiel braucht ja auch eine Straße. Ich meine, die brennen halt ganz gerne, aber da reicht doch auch ein kleiner Weg oder so. Ich habe hier nur die riesen Anlagen, die brauchen aber auch alle einen Weg und sonst nur 1:1 Übersetzer. Problematisch. Hm. Oder hat so Riesenverteiler. Die habe ich früher ganz gerne benutzt. Ich meine, grundsätzlich muss hier eh irgendwann eine Straße hin. Aber wenn ich die setze, dann muss die Straße da hingehen. Dann kann ich nicht mehr verschieben. Das würde ich halt gerne vermeiden eigentlich. Das Ding ist leider auch kein Umwandler. Der wäre nämlich super kompakt. Ich habe halt nur die beiden guten eigentlich. Den 2er und den 3er. Flugzeuge verfügbar. Genau. Werde ich mir jetzt kaufen, Spiel. Man kann ja auch Hubschrauber kaufen. Ist das ein Umwandler? Nee, oder? Das ist groß nach groß nur. Den habe ich auch oft gebaut anstatt dem hier. Aber das finde ich irgendwie realistischer als dieses gedrungene. Was wollte ich erzählen? Ich wollte irgendwas erzählen. Und dann hat mich der Strom rausgebracht. Nee, denn dann bauen wir hier das Ding halt hin. Verknüppern das auf der Seite. Und dann machen wir es so. Und dann kriegt das halt erstmal keine Straße, würde ich sagen. Brauchst du ja eigentlich auch nicht. So, wieder nur den 10 Megawatt Ding. Ach doch, es braucht eine, um gebaut zu werden. So, und wir haben jetzt einmal hier Strom. Und einmal hier Strom irgendwo. Ich glaube hier. Und einmal, ja, am besten direkt hier Strom. Weil wir brauchen die Pumpen von Abwasser. Die brauchen das nämlich auch. Achso, da muss ich auf Wege wechseln. Dann machen wir die Wege kurz weg. Klinki klonki. Straße ran. Und alle glücklich. Dann können die hier ihren Scheiß bauen. Jetzt ist der Fußweg eigentlich überflüssig in der Länge, aber okay. Ah, dann haben die Baubüros nämlich gut zu tun, glaube ich. Ja, okay. Die haben viel zu viel zu tun. Okay, wir brauchen, glaube ich, noch
Eine abgedeckte Ladefläche auf jeden Fall. Eine kleine hole ich noch dazu. Straßenkranwalze brauchen wir nicht. Die brauchen wir auch nicht. Bagger brauchen wir nicht. Busse brauchen wir noch. Da hole ich noch einen dazu. Und Kipper sind auch gerne gefragt. Wobei, was sollen die holen? Wir holen ja eigentlich nur Kies am Anfang. Das passt schon. So, und jetzt, da wir noch keine Einwohner haben, gehen wir einfach in den Beschleunigungsmodus. Und dann können wir sehen, dass die das da alles in Ruhe bauen. 9. Juni, 10. Juni. Und wenn sie damit fertig sind, fangen wir mit Wasser und Abwasser an. Aber wenn ich das jetzt vorziehe, dann sind die überlastet. Die sind jetzt schon hart am Limit. Danach funktioniert es gut. Wahrscheinlich habe ich gleich irgendeine Kleinigkeit übersehen und ärgere mich zu Tode, aber hey, dafür ist es da. September 1960. Ich meine, wenn wir es bis 63 geschafft haben, im Großen und Ganzen die Infrastruktur herzustellen, dann passt das. Und wir haben jetzt schon eigentlich überall Strom, großartig. Und schöner und ordentlicher als vorher. Nur hier hinten noch nicht da, wo es wirklich wichtig wäre, dass sie bauen. Oktober, Leute, gebt euch mal Mühe. Ja, und Winter und Sommer habe ich auf der Karte jetzt im 7,5er Run mal deaktiviert, weil es waren immer 28 Grad. Einmal war irgendwie 8 Grad. Da macht das Feature ein bisschen weniger Sinn. Ich baue nicht für einmal 8 Grad ein Heizkraftwerk. Deswegen dachte ich mir, komm, es schneit auch nicht. Dann kann ich es auch deaktivieren, wenn es auf der Karte eh keinen Schnee gibt. Dann brauche ich keine Flüge kaufen. Dann brauchen wir kein Heizkraftwerk, was einmal nur im Jahr angeht. Und dann ist alles schick. Ich meine, selbst in den Tropen, wenn es einmal ein Tag 8 Grad ist, dafür baut man ja nicht eine komplette Infrastruktur auf. Den einen Tag schafft man wirklich zu frieren, würde ich sagen. Wir sind noch über 4 Millionen, auch sehr gut, auch immer wichtig. Wir brauchen schon echt lange. Und es ist schon der 10., 11., 12. Februar. Wir können ja mal gucken, wie viel haben die noch vor sich? Noch ordentlich. Wir könnten... Ich kann ja nicht leider sagen, dass die... Wäre auch cool, wenn man sagen könnte, ey, ihr könnt die Ressourcen aus zwei Lagern holen. Zum Beispiel aus dem und dem. Aber man kann hier nur entweder oder sagen, oder? Oder sind jetzt beide markiert? Achso, ja, es sind beide markiert, weil die anderen Sachen da rausholen. Okay. Aber die Sache können sie nur aus dem holen. Ja. Oh, und wenn wir dicht ranzoomen, unsere Dschungelbäume haben das Ding echt ordentlich schon eingewachsen. So, dass wir das eigentlich schon gar nicht mehr sehen. Nur von oben fällt das nicht so auf mit den Bäumen, weil die dann weggeblendet werden, die dicken Baumkronen. Das ist ein bisschen ein schlechtes LOD für diese Bäume vom Palm. Und von den Dschungelbäumen. Wow. Okay, da kann man dicht dran gehen auf jeden Fall. Hallo Baum. Ölpreise steigen, auch nicht so gut. Okay, baut weiter. Wir brauchen auf jeden Fall nochmal so Baubüros. Wenn wir jetzt nochmal mehr bauen wollen. Also beim letzten Mal war das
auf jeden Fall wichtig. Wir könnten die theoretisch hier hinsetzen, aber dann sind die eng beieinander. Oder wir bauen die hier hinterhin, aber dann blockieren sie eventuell andere Industrien. Wobei ich jetzt nicht wüsste, was die großartig blockieren sollten. Eigentlich können wir die da wunderbar ransetzen hier. Ja, vielleicht mit einer eigenen Straße sogar. Weil wir brauchen einfach mehr. Wie viel haben wir da? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, machen wir auch hier wieder 6 hin. Und wir lassen aber Platz zur Straße. Vielleicht nicht ganz so viel wie da vorne. Sodass aber Strom, Abwasser und Co. da wunderbar durchlaufen können. Und vielleicht mal Platz laufen, dass da noch ein... ja, weiß nicht, irgendwas durchlaufen kann, Kabel oder so. Nur nicht zu eng bauen. Also die Karten sind eigentlich super riesig und ich baue immer so eng. Und das ist nicht notwendig. Das macht ein paar Sachen halt einfacher, wenn es eng zusammengebaut ist. Aber grundsätzlich hat man am Ende eher Probleme, wenn es zu eng ist. Und das macht ja auch nicht wirklich Spaß. Okay, erstmal die wieder verbinden. Ich glaube, das war ganz gut. Von Mitte zu Mitte. Okay, das ist zu eng. So. Und an die Straße ran. Und wir sagen, hohe Priorität hierauf. Weil dann können die schon mit dem Baggern und so hier anfangen. Erz wird günstiger, neuer Fahrzeugtyp verfügbar. Und dann gucken wir mal. Sehen wir sie? Wo sind sie denn? Zack, alle düsen sie los. Ich weiß gar nicht, ich glaube die Bagger... ja, okay. Die Bagger werden nicht von anderen Baubüros transportiert. Das heißt, wenn man das da oben anhat... und die Maschinen bleiben dann einfach stehen. Deswegen geht es auch so langsam vonstatten. Okay, das heißt, eigentlich brauchen wir bei den hier auf jeden Fall eine mit offener Ladefläche. Und dann können wir sagen, transportier die. Eine Epidemie. Gut, wir haben keine Einwohner, also gibt es auch keine Epidemie, würde ich sagen. Hahaha. Wir haben es einfach ausgedribbelt, das System. Du. Der erste ist schon fertig, sehr gut. Den können wir eigentlich direkt benutzen, oder? So, der holt alles von da und ich würde sagen, das sind... vier Busse und dann können wir nämlich dem Bussen hier sagen, hier wird alles von da. Gut. Bei den Bussen nicht so wichtig. Aber dann haben wir mehr Arbeitskräfte, die wir rausholen können aus der Geschichte. Und die waren nämlich immer dann der Engpass am letzten Mal, den wir jetzt nämlich ausmerzen können. Und auch die hier können zum Beispiel die Ressourcen von da holen. Ihr auch. Dann blockieren die sich nicht so gegenseitig. Ihr seid nur Kräne. Aber ihr von ihr. Und du lieferst eigentlich nur. Sehr schön. Nur auf jeden Fall von da. Du auf jeden Fall von da. Und was brauchen wir?
Ich würde sagen, abgedeckte Ladeflächen. Und diesmal holen wir hier einfach 4 kleine. So. Und hier holen wir offene Ladeflächen und holen auch 5 kleine. Dann holen wir Kipper nochmal. Dann holen wir nochmal offene Ladefläche und Bagger. Und dann Betonmischer. Oh, ich hoffe, die haben sich hier nicht zu sehr gestaut. Wenn man zu schnell hintereinander kauft, kann es nämlich passieren, dass die sich hier blockieren da drin. Aber ist nochmal gut gegangen. Puh. Neue Züge, Epidemie, ja, gut. So, endlich fertig. Mann. Wir haben jetzt den 4. August 61. Das ist aber, glaube ich, eine gute Mischung. Straßenkran, einen würde ich nochmal holen. Planierraupen, die bräuchten wir nochmal. Hab ich die überhaupt? Gute Frage. Hatte ich Planierraupen? Ich glaube, die habe ich vergessen, oder? Ja, ich habe keine Planierraupen. Deswegen dauern manche Sachen so lange. Okay, die hier kriegen auf jeden Fall eine Planierraupe auch. Und ihr kriegt auch... Achso, ihr könnt nicht transportieren. Ihr kriegt noch eine Planierraupe. Okay. Ah, und die müssen jetzt hinten zur Tankstelle fahren. Gut, da hier potenziell sehr viele Autos vorbeifahren, würde ich hier nochmal eine Tankstelle dann vorsehen. Dann bauen wir erstmal unseren Verteiler. Ja. Mit Abstand? Falls wir da... Ja, nicht? Falls wir da Abwasser und Wasser irgendwie doch mal lang führen müssen, mache ich lieber einen Abstand dahin. Oh. Und der hat den Ausgang in die Richtung. Immer etwas ungünstig, aber geht schon. Dann würde ich sagen, brauchen wir ein sauberes Wassersystem. Ich glaube, die sind alle nämlich fertig und haben nichts mehr zu tun. Und war es besser? Erst Abwasser war besser. Und dann Wasser. Weil Abwasser kann unter Sachen durchtauchen. So. Achso, falsch rum. Ah, sehr gut. Oh, das... Ich vergesse manchmal einfach die Richtung vom Wasser und Abwasser. Abwasser fließt doch in die Richtung. Mein Gott. Da muss ich es nämlich anders setzen. Ah. Hätte ich ja fast ein Fauxpas gemacht. Okay, ein Verteiler kann hier auf jeden Fall hin. Hier haben wir ja auch extra Strom hingesetzt. Dann würde ich auch hier
Hier sind ja auch Wege, auch einen Verteiler bauen. Der Weg kann dort aber nach unten zeigen. Da fällt mir ein, das Lied Zeig mir den Weg nach unten. Echt uralt. Und dann jeweils die Fünferpumpen, die dann auch in die Richtung den Weg haben. Aber den machen wir danach. Und diesmal lassen wir da vielleicht ein bisschen mehr Abstand. Oh, da hinten haben sie keinen Strom. Oh. Der reicht nicht bis da hinten. Ah, Kacke. Das war eigentlich mein Plan. Plan gescheitert. Und da in die andere Richtung. Und hier wollen wir auch nach unten. Und da kommt nämlich auch ein Abwasser-Dingsi hin. Ich muss sagen, ich liebe es echt, das Abwasser in diesem Spiel zu bauen. Oder zu planen zumindest. Hatten wir da noch einen Anschluss frei? Ja, hatten wir. Dann können wir hier hinten nämlich noch einen hinsetzen. Das ist natürlich ärgerlich. Stromkasten. Dann kommt er hier mit ran an die Straße von denen. Das sieht doch schon mal ein bisschen besser aus als die Male davor, wo ich die Straßen einfach in die falsche oder die Wege in die falsche Richtung gebaut habe. Ja, ordentlicher. Viel, viel ordentlicher. Hier zum Beispiel, der... Ich guck nicht in die gleiche Richtung, das ist doch kacke. Wollen wir den lieber nach oben? Also die Straße kommt im Zweifel nämlich weg. Deswegen guckt der lieber nach unten. Bedeutet so rum. Und wenn ich denn die Rohre setze, haben die mehr als genug damit zu tun. Also die Rohre sind echt Pain. Und hier. Ja, perfekt. Auch sehr schön. Okay. Gefällt mir auf jeden Fall. Weil die Rohre bestehen aus so einzelnen Plattenbausegmenten. Klonk, klonk. Und jetzt müssen wir ganz genau gucken. Beim letzten Spielstand, deswegen habe ich ja den hier eigentlich nur angefangen, ist hier genau der, der Anschluss kaputt gegangen, weil er den nicht richtig erkannt hat. Entweder beim Setzen oder beim Laden. Und diesmal überprüfen wir das ein bisschen genauer, dass das da passt. Normalerweise reicht es, wenn die braune Fläche halt nicht mehr angezeigt wird. Aber anscheinend nicht immer. Da war hier einfach so ein Mikrometer Abstand dazwischen. Und das halt genau auf diese Hauptleitung. Und das war das mega, mega, mega Problem. Weil die konnte ich nicht mehr fixen. So, und was brauchen wir hier noch? Genau. Ich muss auf 3,5 Meter erhöhen. 3500 Meter erhöhen. Klang, klang, klang. Kling, kling, kling. Dong, dong, dong. Rong, rong, rong. So. Dann fahren die nämlich auch. Jetzt können wir wieder beschleunigen. Die Epidemie bricht weiter aus und wir haben eh keine Einwohner. Sehr gut. Wir sind unter 4 Millionen gerutscht. Das ging jetzt schneller als beim letzten Mal, muss ich gestehen. Vielleicht durch die Beschleunigung. Die hier stehen zum Beispiel nur rum.
Aber später, wenn wir zum Beispiel Straßenlaternen setzen und, dann kommen die natürlich immer vermehrt zum Einsatz. Busse halten sich auch noch in Grenzen. Ja, ja, alle Benachrichtigungen weg. Die Planierraupen brauchen wir, glaube ich, auch erst, wenn wir Straßen bauen in größerem Maßstab. Und ja, wir können das hier auch wieder mit Bäumen zutackern, oder? Machen wir wieder hier Dschungelbäume drumherum. Damit das auch ein bisschen dschungelhaft aussieht, nicht? Palmenmank. Noch mehr Palmen. Und Palmsträucher wieder in die Mitte. Ja. Ich finde die schön geworden. Ja, gefällt mir. Und sobald wir hier zum Beispiel schon die Bagger holen, kriegen zwar noch kein Öl, fangen die schon mal an, den Bruchstein zu fördern. Also die brauchen gar keine Arbeitskräfte hier hinten drin. Das finde ich ein bisschen schade. Ah, und Strom. Da hätte ich ja gleich auch für die mitplanen können, da hinten. Haben die noch einen Anschluss frei? Ah, da müsste ich bis hier ein Stromkabel ziehen. Finde ich immer noch weniger gut. Aber hier reicht ein Zweier. Eigentlich müsste ich den so setzen. Aber da ist ja schon der Fußweg im Weg. Und hier hinten, da muss ich so ein langes, großes Kabel ziehen. Auch blöd. Vielleicht so rum, aber dann zeigen die in die falsche Richtung. Wenn ich das so umbaue, kann ich hier nicht ran, weil das schon der Fußweg ist. Machen wir es doch lieber dahin. Ja, da ist gut. Haben wir zwar mehr Straße, aber die ist ja wirklich nur, wenn es brennt, für die Feuerwehr relevant. Jetzt haue ich die Bäume, die ich gerade gesetzt habe, wieder weg. Naja, klasse. Und da brauchen wir nur eine 10 Megawatt. Eigentlich nicht mehr 10 Megawatt, aber... Zonk, ran und... Eimer Strom. Sehr schön. Dann haben wir hier hinten auch in der Industrie Strom und auch für die Abwasserpumpen, die hier ja auch noch hin müssen. Aber wieder dran denken, nicht überlasten. Wir haben schon wieder viel zu viel zu tun. Woher ich hupen? Als ob die sich blockieren. Da hupen die einfach nur so. Ich sehe zumindest keinen, der irgendwo im Weg rumsteht. Und dieser Regen im Hintergrund. Ich mag ganz ehrlich das Dschungellevel bisher ganz gut. Wir werden natürlich nochmal in der Wüste spielen. Und dann, wenn ich vielleicht in den Leveln genug gelernt habe, dann ins Schneelevel gehen mit Heizung. Uiuiuiui. Aber da gibt es natürlich auch Blizzards und. Also da muss man sich nochmal ganz anders drauf vorbereiten. Und da müsste ich nochmal einen Testspielstand machen, wo wir dann gucken, wie das wirklich funktioniert. Nicht? Wo kann ich Wärmepumpen hinsetzen von diesen Heizungsdingern? Fernwärmeanschlüsse, was ist am besten geeignet? Ja, wenn ich das weiß, dann können wir mal im Winter spielen. Bruchstein ist gefördert und liegt... dann bereit, wenn hier Strom anliegt. Ich kaufe natürlich noch keinen Strom ein, weil er mir noch aktuell nichts bringen würde.
Aber mir gefällt sie jetzt schon richtig gut. Wesentlich aufgeräumter. Ja, das heißt, was kommt als nächstes? In den nächsten Folgen würde ich sagen, brauchen wir wieder das Frischwasser. Dann haben wir die Industrie ja schon. Und dann bauen wir die Stadt. So sieht's aus. Wunderbar. Bis zur nächsten Folge.